Ein Review zu dieser GameStar Gaming Maus. Ich kenne den genauen Hersteller nicht, aber das ist das, was unten drauf steht. Das Ergebnis mal vorweg: Ich würde auf jeden Fall nicht empfehlen, diese Maus zu kaufen. Warum, werde ich jetzt erklären. Erstmal vorweg: Man kann hier sehen, dass der vordere Teil nicht beleuchtet ist. Das hat nichts mit schlechter Qualität zu tun an sich, sondern das hat damit zu tun, dass ich das Ding aufgemacht habe und die vorderen zwei LEDs rausgerissen habe. Warum? Das bringt mich zu dem ersten schlechten Punkt. Die LEDs sind einfach viel zu hell. Im Dunkeln gerade, oder also im Hellen wie jetzt, das ist nicht so schlimm, aber gerade im Dunkeln stören die extrem von der Seite, wenn man sich auf den Bildschirm konzentrieren will. Und man hat ein zweites Problem, ich weiß nicht, ob man das schon gesehen hat. Oft ist es so, dass ja vom, das ist immer so ein, die Farbänderung, die Farbänderung geht immer von Rot zu Blau und dann wieder zurück zu Rot. Und wenn man Pech hat, dann gibt es so einen Schnackwechsel. Das heißt, nicht wie jetzt so ein Fading, sondern so. Und er ist wieder bei Rot. Das ist auch gerade mit der Kombination der viel zu hellen LEDs extrem störend in der Nacht. Okay, und weil mich das Ganze so stört, will ich die Lichter natürlich ausmachen. Man kann sie übrigens nicht auf eine Farbe feststellen, so wie bei anderen Mäusen. Das geht vielleicht mit der Software, weiß ich nicht, aber die Software kann ich nicht installieren. Also bin ich gebunden an diesen dauerhaften Wechsel, der auch extrem störend ist. Jedenfalls, weil ich das alles nicht kann, muss ich die Farbe ausstellen. Das geht mit dem Klick hier und auf dem DPI. Klick und also mit der Taste hier links und auf der DPI-Taste. Und das steht natürlich nicht im Manual drin. Was ist denn Manual? In der Benutzungsanleitung. Die ist echt cool, weil sie einfach nur eine Seite umfasst. Also eine so eine ganz kleine Seite. Das ist schon eine coole Sache. Aber sie haben halt vergessen drauf zu schreiben, wie du die Farbe ausstellst. Musste also im Internet nachgucken. Okay. Nur wenn ich die coole Farbe nicht benutzen kann, warum habe ich mir dann die Maus gekauft, die so cool leuchtet? Also das ist schon mal völlig unnütz dann. Aber wir kommen direkt zum nächsten Punkt. Du musst die Farbe jedes Mal ausschalten, wenn du den Computer neu startest. Also jedes Mal, wenn der Computer neu gestartet wird, werden alle Einstellungen, die du an der Maus gemacht hast, zurückgesetzt. Das heißt, die Farbe ist wieder an und da kommen wir zum nächsten Punkt. Der DPI-Wert ist auch zurückgesetzt. Das heißt, wenn du hast 4 Stufen, 1, 2, 3, 4, und wenn du zum Beispiel Stufe 3 benutzt, dann musst du jedes Mal, wenn du den Computer neu startest oder aus dem Standby-Modus wieder wächst, musst du jedes Mal wieder neu einstellen. Auch nach dem Standby-Modus musst du auch die Farbe wieder ausstellen. Also extrem nervig. Okay, haben wir denn noch was Gutes zu der Maus? Mal abgesehen davon, dass auch das Grau sehr, sehr billig verarbeitet aussieht. Haben wir noch was Gutes? Ja, eine richtig gute Sache gibt es tatsächlich. Und das ist das Mausrad. Zumindest zum Mausraden, sag ich mal. Normales Mausrad kann man nur so bedienen. Das heißt, man hat einen relativ kleinen Spielraum für das Scrolling. Aber wenn man jetzt diese Maus hat, dann sieht man, die ist vorne offen. Da kann man nämlich hier vorne reingreifen und kann wesentlich, wesentlich weiter nach unten gehen. Wenn man irgendwie lange Listen hat, ist das extrem vorteilhaft. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber wenn wir gerade vom Mausrad sprechen, was mir am Mausrad extrem nicht gefallen hat, ist, dass der Tastendruck doch relativ stark ist. Das hätte ich mir ein bisschen, wenn mal 25%, 50% weniger aufwendig gewünscht. Okay, wer sich jetzt diese Maus kauft und auch vielleicht die LEDs rausreißen will und die dazu aufmachen möchte, dann kann er das hier tun. Man muss dieses weiße Ding hier entfernen. Darunter sind dann zwei Schrauben, die kann man entfernen und dann geht das relativ einfach. Allerdings, man sieht das hier, ich habe das schon gemacht. Es bleiben, wenn man nicht so cool drauf ist, dann bleiben ein paar Spuren übrig. Innen drin hat die Maus übrigens ein Gewicht. Hier ungefähr hier. Das kann man auch relativ leicht rausnehmen, dann wird die Maus nochmal leichter. Punkt. Ja, das war es soweit zu dem Review. Alles in allem, wie gesagt, ich würde die Maus nicht empfehlen, besonders weil man das Licht nicht wirklich verwenden kann. Und das eigentlich der einzigste Punkt ist, warum ich mir diese Maus gekauft habe, weil das mit dem Licht so geil aussieht. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen.